zu unserem Podcast Integriert sein Vater. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge von Integriert sein Vater hier in Berlin, hier in the TSH Studio. Und natürlich bin ich heute auch wieder nicht alleine. Zu meiner linken Seite mein Mit-Podcaster, mein Homie, my friend, my brother from another dad. Uncle motherfucking D. Yeah, what's up? Ja, und zu meiner Rechten haben wir eine wunderschöne Gästin, heißt das Gästin? Ja, ne? Gästin. Gästin eingeladen, Oluba Toni Loba. Ja, sie ist Model, sie ist die Gewinnerin von Germany Next Topmodel 2018. Yes. Genau, 2018. Genau, heute hier am Start und sie wird mit uns heute die Folge erleben. Ich freue mich sehr, was sie so zu erzählen hat. Yes. Und I go by the name by Norm Sosa. Yes, Normie in the house. Genau. Yes. Alright, let's go, mate. Alright, also ich hab mich letztens belesen, ne? Also so einfach gelesen so über ein paar Sachen damals, so Sklaverei, Rassentrennung, dies, das. Und dann habe ich herausgefunden, wusstest du schon oder wusstet ihr schon, dass damals so 1650 war das, wo die ersten Sklaven so rüberkamen oder die ersten nach Amerika. Schwarzen nach Amerika yeah. kamen, sorry. Da haben die, also weiße Fischermänner, haben halt immer Krokodile gejagt, dann, weil die daraus so Leder gemacht haben, so Taschen, Gürtel und was weiß ich und so. Und es war halt so voll die fette Marktlücke und deswegen haben die richtig gut Geld damit gemacht. Aber die haben sich dabei halt immer voll verletzt, also einen Arm verloren oder sind dabei sogar umgekommen, so wie den Krokodilen. Mhm. Und dann haben die sich halt überlegt, okay, wir müssen ja die Krokodile irgendwie ködern. Was die gemacht haben ist, die haben halt schwarze Babys genommen. Oder schwarze kleine Kinder und haben die halt so mit einem Seil, so wie Angeln, halt so rum und you're dann ist joking. Der Krokodil halt hochgesprungen und haben die den Krokodil erschossen, no, aber der Krokodil hat halt das Baby dann schon aufgefressen oder schon, ja, richtig krass und das heißt Crocodile Bite. Und ja, es gibt halt, also es gab auch so, wie nennt man das, Postkarten. Und was weiß ich, und zum Beispiel in den Zoon. Also Postkarten von den. Wo du also wo ein Bild ist von schwarzes Kind mit einem Krokodil, wo es geschnappt wird. Wow. Und zum Beispiel in Zoos haben die halt dann immer, wenn die Krokodile nichts gemacht haben, wenn die Besuch hatten, haben die halt ein schwarzes Kind da reingeworfen, damit das Krokodil mal was macht. Wow. Und es war sowas wie so eine Attraction für die weißen Leute. Oh, so. Baby. Yes. Are you joking? Ja, nee. Ich war auch richtig geschockt, als ich das gelesen habe. Und dann, erstmal habe ich es gelesen und dann dachte ich so, das kann gar nicht stimmen. Und dann habe ich mir halt Videos so angeschaut und so und ja, Mann, richtig krass, richtig krass. Also Babys oder kleine Kinder haben die genommen. Krass. Was? Ja. Und das ist so Fakt, keiner kann jetzt sagen. Nee, das ist wirklich verguckt, schaut es euch an, schreibt Crocodile Bite, Black Children, kommt alles. Das ist so traumatisierend. Das ist richtig krass. Was? Ja, Mann, richtig krass. Ich war auch richtig schockiert. Und ich wusste das auch gar nicht so. Also das weiß man eigentlich auch. Weil die haben es auch versucht zu vertuschen. Ich meine, die lernen uns eh nicht. Die ganzen Postkarten, so ist ja alles da. Die lernen uns eh nichts in Geschichtsbüchern. Ja. So. Das müssen wir eh wissen. Aber da ist insane. Aber das wissen die Leute ja auch in Amerika gar nicht so wirklich. Also ich habe mir Kommentare dann durchgelesen und so. Und viele so, ja, in den Schulen. Also es wird nicht beigebracht. Also aber ja, okay, in amerikanischen Schulen wird vieles nicht beigebracht. Ja, weißt du, was ich meine? Ja. So, Education System ist not. Ja. Die wissen noch nicht mal, dass es Deutschland gibt. So, weißt auf ich meine, den, so weißt du, was ich meine? Schlimm. Ja, Mann. Richtig, also ich war richtig schockiert. Nein, das ist so disgusting. Gesehen haben, gelesen habe. Also generell so voll krass, dass du einfach so ein menschliches Wesen, so ist ja egal, ob du, aber das heißt dann, die haben dann in 1600er Jahren einfach den schwarzen Menschen gar nicht als Mensch angesehen. Nee, gar nicht. Eh nicht. Gar nicht. War einfach es war so, also ein Tier war ja höher als der schwarze Mensch, so. Aber ich denke mir so auch so, dass, also es sind ja Kinder, like, die hatten, also wie herzlos, wie Mensch, wie sagen wir, menschlos? Ja, menschlos, heißt es? Herzenslos. Nee. Herzenslos. Herzenslos. Unmenschlich. Unmenschlich. Deutsche Sprache ist für ihre Sprache. Menschlos. Menschlos. Wie unmenschlich kann man sein? Wow. Nein, das ist echt heftig.
Das ist echt heftig. Also es gibt, ich glaube, ich saß da 5 Stunden dran, ungelogen, und habe mir so viele Sachen durchgelesen. Also so Sachen, die gemacht haben. Es war ja nicht nur so Sklaverei, die sind irgendwo auf dem Feld und müssen Blumenwolle pflücken oder so. Baumwolle. Blumenwolle. Blumenwolle ist gut. Baumwolle pflücken. Blumenwolle? Sondern, cool sagen eigentlich. Okay. Ich weiß. Alles Blumenwolle. Anton. Das war es ja nicht. Die haben ja, also es gab ja richtig grausame Sachen, die mit denen gemacht haben. So. Richtig krass. Damn. Ja, Mann. Und das fand ich halt nicht am krassesten, aber das ist mir so im Kopf drin geblieben. Dachte ich so, krass. Heftig. So, also stell dir vor, du gehst angeln und da ist es das. Ist so ein Baby dran, einfach eine Angel. Heftig. Oder die haben so richtig, richtig schlimm. Die haben so Kinder genommen, die so gerade noch laufen können, also konnten. Ja. Und dann irgendwo versteckt so in dem Busch und dann rennen die Kinder ja weg. Und dann kommt der Krokodil und dann pum, 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 pum. Aber wie kann man das mit seinem, ich verstehe nicht, wenn man, so egal wie Nazi du bist oder wie du Schwarze hast oder so, wie kannst du so ein unschuldiges Baby... Das ist das, was ich mich halt frage. So, ich sehe nicht, dass ich Sklaverei verstehe, aber so, dass die Leute, die in deren Alter waren, zum Beispiel nicht als Menschen angesehen haben, it's kids. Mm. Die sind innocent. So. Aber es wurde ja gesagt, dass zum Beispiel, ich habe vergessen, wie der Mann heißt, der hat ja so Frauen operiert und irgendwie wegen der Schwangerschaft und so wollte er Sachen herausfinden. Und es dann bei der weißen Frau dann umsetzen. Ja. Und bei schwarzen Frauen hat er halt keine Narkose benutzt. Mm. Und bei weißen Frauen hat er Narkose benutzt, weil er gesagt hat, schwarze Menschen spüren keinen Schmerz. Wow. Dumm. So, weißt du? Ich meine, er hat was Gutes für die Menschheit dann letztendlich getan. Aber auf dem Weg, ich habe vergessen, was er gemacht hat. Ach so, für ja. Frauen wegen Schwangerschaft und so. Ach hat er was herausgefunden sowas. Oder okay. Medikamente. Ja. Aber wie er es ausprobiert hat, war halt. Ja. War halt bei den Schwarzen ohne Medikamente. So, weißt du? Ist ja wie Mengele das damals gemacht hat mit den Juden. Der hat ja auch ganz viele Experimente an Juden gemacht. Mhm. Hat so Zwillingsforschung betrieben hat Babys aufgeschnitten und hat dann dadurch halt auch voll viel jetzt für die heutige Medizin herausgefunden. Aber die Art und Weise ist ja trotzdem sehr perfide und sehr, so besonders so unschuldiges, so ködern, das ist doch einfach, egal wie sehr ich irgendjemanden hasse, so, also ich kann nicht in diesen Bewusstseinszustand reingehen, was der Mensch gespürt haben muss, der setzt da ein Kleinkind aus, ja okay, jetzt kommt das Krokodil und es frisst das gleich auf. They must have been possessed, die waren einfach nicht bei Sinn, das sind keine Menschen in meinen Augen, weißt du was ich meine, like, der Teufel hat einfach durch die gearbeitet. Das ist richtig grausam. Wenn ich daran denke. Ja, es gibt ja keine Videos oder so, aber es gibt halt Bilder, so Karikaturen und was weiß ich dazu. Bah. Ja, also ihr könnt euch da selber belesen und so. Die hatten auch ein Codewort dafür und was weiß ich. Weil guck mal, das Krasse ist ja, die wussten ja, dass es grausam ist, nicht menschlich ist. Mhm. Deswegen hatten die zum Beispiel auch Wörter für Sachen, gewisse Sachen, damit andere Menschen das nicht mitbekommen. Was denn zum Beispiel? Was ist so ein Codewort? Ich habe vergessen, irgendwas mit, also für das mit dem Crocodile Bite hatten es hieß Nicky Pick oder sowas. Hey. Nicky Pick oder irgendwas sowas. Klingt auch noch so süß, weißt du? Yeah. Man denkt Nicky Pick. Nicky Pick. Aber nein, gib mal Nicky Pick. Also nach dem Motto, Pick a Nigger. So Nigger. Wie auch diese Picknick-Geschichte da, so weißt du? Yes. Nee, wir hatten mal eine Folge vorher, ich glaube, das waren 4, 5 Folgen schon vorher, da das Wort Picknick. Niemals. So, weißt du? Das war so, die haben halt Picknick gemacht. Ja. Und als Entertainment oder Attraktion hatten die halt einen Schwarzen, der so am Baum erhängt war. Ja. Und dann haben die darunter Picknick gemacht. Picknick gemacht. Also es gibt... und dann, weißt du? Aber das wurde halt noch nicht bestätigt. Das Ding also Ich habe einen Bericht gefunden im Internet, da stand das so drinne, aber der Nachrichtendienst Reuters sagt halt, dass das nicht passiert ist. Und das ist auch die Sache wie mit dem Crocodile, dass sie es, wie nennt man das? Vertuschen wollten. Mhm. Aber das mit Crocodile hat sich geklappt und das mit Picknick ist genau das gleiche, was sie auch vertuschen wollten. Ja. Was auch geklappt hat, so. Aber man weiß trotzdem davon. Du siehst ja in den Kommentaren, die Leute darunter drehen ja komplett durch. So. Ist alles rassistisch oder was? I mean, wow. Ja, Mann.
Nein, es gibt so krasse demonic. Sachen, müsst ihr euch wirklich mal selber... Nee, will ich nicht. Ich weiß nicht. Ich wollte gerade sagen, ich will auch nicht, weil... Doch, also, it's gonna put me ja, in ich wollte auch, aber ich fand's interessant. Also es ich fand's einfach interessant, was so, was die alles so gemacht haben, was passiert ist, weil ich glaube, die haben ja viele Sachen mit den Menschen gemacht. Es ist ja nicht nur so Verkauf und solche Sachen oder hier, wieder mal Baumwolle pflücken und so, sondern ganz andere viele Sachen auch. Da fällt mir gerade was ein, ich habe das auf TikTok gesehen irgendwie, dass so Leute, die in vielen Generationen, also white people in America, die viele Generationen schon irgendwie Möbel oder sowas haben, ihre Möbel so aufreißen sollen und gucken sollen, mit was die gestofft sind. Und dass halt damals, so zu der Sklavenzeit, Leute so Möbel mit Afrohaaren ausgestopft haben. And people on TikTok, literally, die sind an ihre Möbel gegangen, haben die aufgerissen and found Afro hair in deren Möbel. Die sie, also literally like last year. Was? Proper, weil die halt von Oma, Uroma so geerbt haben. Einfach so alte Möbelstücke. Alte Möbelstücke, wo sie halt dachten so, okay, auf denen ist irgendein, du machst ja nicht deine Möbelstücke auf. Einfach Afrohaare drin. Krass. Einfach Afrohaare. Can you imagine? Das ist so krass. Krass. Und Leute haben wirklich so geweint und alles, kam gar nicht klar auf ihr Leben. Das ist heftig. Das ist heftig, was die alles gemacht haben. Die haben mir wirklich so alles genommen, was man nehmen konnte. Ja. Würde, Menschlichkeit, Leben, alles. Es gab ja auch so einen Mann, so ein schwarzer Mann. Er war gut gebaut, groß, breit und so. Und er musste ungefähr mit 300 Frauen schlafen, damit die Kinder bekommen, die seine Genetik haben. So, und das war sein Job. Das war sein Job als Sklaverei. Ja. Aber bis heute, ich weiß nicht. Ich wollte gerade was richtig Schlimmes sagen. I don't wanna get canceled on this podcast. Ich wollte sagen, es gibt Schlimmeres. Aber nein, das ist auch, das ist nicht, nein. Weil wäre es andersrum, wäre es genau, also no. Aber no, bis heute ist das ja noch so. Ich habe letztes Mal ein Video gesehen, ich weiß nicht wo genau. Da waren Milliardäre mit ein paar schwarzen Girls. Und die wollten von denen, ich glaube, Jeff, war dann so Stammzellen oder so? Melanin oder was wollten die von? Melanin, die wollten das. Ja. Melanin ist im Kurs wertvoller als Diamanten. Ist vor kurzem. Amin. Und du kannst Melanin extrahieren irgendwie. Hm. Und da haben die Milliardäre diese Girls gefragt, so, ey, weil die wussten, die Girls natürlich, das irgendwo in Afrika, und sagen, ey, wir geben euch, keine Ahnung, 1000 Dollar, wenn wir das und das von den Melaninen von euch haben können und so. Und die sagen, ja, okay, wollen wir haben. Was wird da gemacht? Machen wir. Ja, die nehmen das und dann geben dich das selber. Melanin unterstützt ja dein Immunsystem, wenn du jetzt, brauchst du ja für Dings. Ich bin da jetzt nicht so ganz im Merkst Thema drin, was? Aber Melanin ist halt auf jeden Fall ein großer Bestandteil. Isn't that crazy? Das ist übertrieben crazy. Wie heißt es? Self-Tan und sowas reicht dir nicht aus. Die wollen es in ihrem Körper haben. You are not meant to have it. You are not meant to have Melanin. Das ist so schlimm. Das ist wie diese eine Frau, die sich halt auch Melanin hat spritzen lassen. Ja, und die und so jetzt sagt, ist, sie ist schwarz. Die ist jetzt Afrikanerin und so. Die ist schwarz. Wir müssen auf jeden Fall so ein Foto von ihr einblenden. Kennst du die nicht? Die ist doch voll berühmt. Sie hat es doch mit ihrem Mann sogar zusammen gemacht und bei ihrem Mann hat es nicht so krass gewirkt wie bei ihr. Ja. Sie hat wirklich die dunkle Farbe bekommen und ihr Mann nicht. Ja. Krass. Ja. Das ist wild. Also bei ihr hat es funktioniert auf jeden Fall, ja. Das war's dazu. Ja. Damn. Ja. Auf jeden Fall. Die Schwarzen sind schon krass. Wir sind heftig, ja. Ich weiß nicht, wie das jetzt so ist. Einfach so. Das ist einfach krass. Damn. Na, das ist krass. Ja, Mann. Ja, dann machen wir weiter. Jetzt kommen wir zu Life in Color. Life in Color. Okay, zu dir, Toni. Eine Frage erstmal. Ja. Kennst du irgendein Objekt, was von einer schwarzen Person erfunden wurde, was wir tagtäglich benutzen? Und du nicht weißt, dass also tagtäglich benutzt. Ja, also wo du. Ah, okay. Ja, ja, weiß ein paar Sachen. Mhm. BHs, Binden, Klappstühle, Mikrowelle? Das weiß ich nicht. Die Mikrowelle auch von Schwarzen? Ja, ehrlich, ja. I think Mikrowelle. Ja, okay, doch. Mehr fällt mir gerade nicht ein. Klimaanlage, ja, Mann. Telefon. Damn. Telefon wird auch erfunden. Musik in generell. Period. Dankeschön. Style, Fashion. Wusstet ihr auch, so ein Freund von mir, so Fashion Designer, und ich wusste das halt nicht, wahrscheinlich wisst ihr das, dass das Louis Vuitton Print ist von einem Stamm aus Afrika. Ja. Damn. Ja. Aber auch hier Versace. Versace auch. Ja, aber das ist klar. Das ist krass. Safe.
Auf jeden Fall, als ich so meine Recherchen gemacht habe, mit auch mit dem Krokodil-Dings da, bla bla, habe ich halt voll viel gelesen und mir angeschaut. Und dann kam auch halt so, was halt Schwarze erfunden haben, was sie taktisch benutzen oder sehen und so, aber gar nicht wissen, was, also das vom Schwarzen ist. Ja. Und was ich halt sehr interessant fand, war, dass ein Schwarzer die Ampel erfunden hat, das habe ich auch gehört. Wirklich, die elektrische Ampel. Krass. So rot, gelb, grün. Und zwar war es Jared Morgan, heißt er, und er hat auch die Gasmaske erfunden. Ach krass. Und er hat nur die Gasmaske erfunden, weil er gesehen hat, dass Feuerwehrmänner halt davon immer sterben wegen dem Rauch. Mhm. Und dann ist er darauf gekommen und hat dann die Gasmaske gemacht. Richtig krass. Und zur Ampel, er dachte halt so Straßenverkehr und so, waren ja früher immer Polizisten, die also den Straßenverkehr halt geleitet haben. Und darauf ist er also auf Ampel gekommen. Und dann, 1922, hat er einen Autounfall miterlebt, also gesehen. Und es war halt wegen der Vorfahrt, wer die Vorfahrt hat und so. Und dadurch dachte er so, oh, also meine Erfindung war scheiße mit der Ampel und so, ich brauche noch was Krasseres. Hat er, hat er das Stoppschild erfunden für die Vorfahrt. Richtig krass. Wow, er hat ganz, richtig ganz krass. Und ich war so, was? Also Gasmaske, Ampel und, sorry, und die Stoppschild. Sie, deswegen alle deine Ideen aufschreiben und nach draußen bringen, weil... Ist so. Hä? Richtig krass. Und ich war so, wow. So, weil Ampel wirklich, Ampel benutzt ja jeden Tag. Egal, wo du hingehst, du siehst eine Ampel. Safe. Und du siehst auch ein Stoppschild. Egal in welchem Land. Ja. So, und ich fand das halt voll interessant. So. Das ist echt krass. Ja, ich finde das halt auch voll interessant, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass der größte Teil, besonders der weißen Gesellschaft, denkt, dass schwarze Menschen dumm sind. Auf den. So, auf den, also jetzt nicht so dumm, aber... Ja, doch, unterbewusst, nicht so intellektuell wie die. Dass viele weiße Menschen auch unterbewusst mitbekommen die ganze Zeit, dass die über uns stehen in jeglicher Hinsicht. Ja. Und dass man dann... Und dass du sowas nicht beigebracht bekommst in der Schule, weißt du? Ja. Weil wir haben beigebracht bekommen, das Telefon hat Graham Bell erfunden oder hier der andere, wie heißt der? Der von was denn? Der hier Strom erfunden, die Glühbirne erfunden hat. Thomas Edison und so. Wer war noch Armstrong? Der vom Mond, ne? Mond, ja. Ah, okay, sorry. Mond. Und ist halt auch voll interessant, einfach, dass du einfach, wie du schon vorher gesagt hast, so dass diese Black History, so die wird gar nicht geteacht in den Schulen. Weißt du, weil, also null. Weil am Ende des Tages, die Schwarzen waren ja ganz früher ganz oben. Die waren Könige und Königinnen. Und diese Geschichte, diese Jahrhunderte, die wurden einfach erased. Das ist das. Nicht nur wird es nicht erzählt, sondern es wird einfach so getan, als wäre es nie passiert. Passiert, ja. Weil es also weißt du? Dass es vergessen wird. Genau. Es passiert, okay, aber vergiss, das Leben geht weiter. Danke. Aber die machen ja weder noch, die sagen nicht mal, dass passiert ist, weder wollen die irgendwie, it's like, it's mad. Ja. Aber dann, man geht in die Schule die ganze Woche. Für was lernen wir am Ende? Wir können unsere Steuern nicht zahlen, wir wissen unsere Geschichte nicht, wir wissen nicht so richtig, wie wir unsere Kinder erziehen sollen. It's like, it's so messed up. Ja, das ist auch. So messed up. Ist ja ein System, ne? Die Sachen wollen die uns ja auch nicht beibringen. Ja, weil immer Weiße haben irgendwas Krasses gemacht. Ne? So, Kolumbus hat Amerika entdeckt, aber die wussten nicht, dass die Mohren schon vor 3 Trilliarden Jahren darum gereist sind und da mit Leuten gechillt haben, mit den Indianern oder so und ihre Pfeifen geraucht haben. Ah ja, Native Americans mit so den Pfeifen, sagt man nicht mehr. No man. Bro. Nein, man darf auch nicht mehr behindert sagen. Ja, man sagt körperlich... Nee, du darfst nicht sagen, zum Beispiel, das ist behindert. Ja, das ist behindert. Also ich war jetzt... Ich werde nie vergessen. Nicht toll, das nee, war. Ich weiß auch, bei meiner Ausbildung, ne, da hatten wir eine also Mädel, die... Körperlich beeinträchtigt war. Genau. Okay. Und ich habe mal irgendwas gesagt und ich so, boah, es ist behindert oder voll behindert. Und dass sie zu mir gekommen, meinte so, ja, warum sagst du das Wort behindert und so, ich bin behindert. Und ich habe mich so dabei angegriffen gefühlt, ne. Ich war du hast voll, dich angegriffen gefühlt? Ich habe mich angegriffen gefühlt. Hä? Ich weiß auch nicht, warum. Sie kam zu mir und meinte, ja, benutze das Wort mal nicht und so, bla, bla. Und ich so, geh mal weg. Also ich meinte so, ich habe sie angeguckt und meinte so, ja, okay. Aber innerlich habe ich so gekocht. Ist so, hä, lass mich doch sagen, reden. Was ich will und so. Ich habe dich nicht gemeint, so, warum fühlst du dich angesprochen? Das habe ich halt alles im Kopf, aber hat sie nicht gesagt.
Aber ich muss sagen, ich habe es damals, glaube ich, auch nicht, also nicht so verstanden, so, weißt du? Aber ich bin froh, dass ich nichts gesagt habe, weil hätte ich was gesagt, dann wäre es voll scheiße gewesen. Aber jetzt weiß ich es. Es ist halt voll schwer, weil Sachen sind halt voll in unserem Sprachgebrauch, vor allem so slangmäßig. Es ist so schwer, das rauszubekommen, but we're getting there. Ja, das ist genau wie, jetzt weißt du, wie sich die Menschen fühlen, die immer Negerkuss gesagt haben, so Schokoküssen, und die du dann konfrontierst und sagst so, ey, Moment mal, du kannst nicht sagen, darf ich, ich hab das schon immer so gesagt und so. Das Aber das sind auch Leute in der Generation, die, das reicht auch langsam, gell? Ihr könnt, tschüss, adieu. Honestly, it's like... Sagt sie tschüss, adieu. Ja, es ist auf jeden Fall krass. Ja, Mann. Ja, die Schwarzen haben schon viel gerissen. Ja, übertrieben. Auch Dings, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, aber er war Koch und jemand hat sich über seine Kartoffeln beschwert, dass die nicht gut sind. Mhm. Und da war er so sauer, hat die Kartoffelscheiben richtig dünn geschnitten, die gebraten, bis sie richtig hart waren und einfach Salz rüber gemacht. Und Chips. Zwar dann Kartoffelchips. Ach, fertig. Fertig. Wow. So ist dann Kartoffelchips entstanden. Wow. Wir haben alles erfunden, Leute! Ja, Mann, es gibt so viele Sachen. So viele Sachen. Ich dachte so, hä, krass. Auch hier, wie nennt man das? Wasserpistole. Wasserpistole kam erst, glaube ich, 1988. Das war auch so ein Mann, der irgendwie, sein Sohn hatte Langeweile ganze Zeit und es war heiß. Mhm. Und dann ist er irgendwie auf, so, die wollen spielen mit Wasser und was weiß ich. Und dann ist er darauf gekommen, hat es dann gemacht. 2 Jahre später hat es dann versucht zu verkaufen. Mhm. Und dann jetzt ist er halt, also er und seine Familie danach, die sind, jetzt ist ein Wert von 200 Millionen Dollar. Ich hoffe, er hat seine Credits bekommen. Hat er. Ja, ich habe auch gelesen, viele Schwarze haben auch Gott sei Dank ihre Sachen patentieren lassen. Gott sei Dank. So, dass es halt auch wirklich denen gehört. Ja, aber ich kann mir so vorstellen, auch durch Sklaverei und alles, oder auch dadurch, dass die so viel gereist sind, nach Afrika gegangen sind, irgendwas Copy-Paste da gemacht. Dann, 90% der Sachen, von denen wir denken, der und die Person hat es erfunden, ist letztendlich von irgendjemand down in the bush in Afrika, der das erfunden hat. Und es ist wirklich so, weil die Leute bauen da selber teilweise Sachen, wo die gar nicht wussten, dass es das hier schon quasi schon commercialized schon gibt. Weißt du, was ich meine? It's like people are building their own cars and stuff und deren eigenen Motorcycles und sowas. Wollt mir erzählen, ihr habt alles erfunden, please. Krass, was stimmt. Eigentlich würde man gerne so mal zurück in die Zeit. Ja, und einfach, die Tagebücher also finden. Vor der Sklaverei, wie das so, sag ich mal, in Ghana jetzt oder so, wie es damals so vor Christus. Ja, so vor Christus. So. Nee, so krass will ich jetzt auch nicht übertreiben. Aber du weißt ja nicht, was du kann ja sein, dass da schon alles sehr advanced war. Man weiß ja nicht. Stimmt, danke. So, das ist ja nur unsere Vorstellung, dass wir, dass die da mit so Steinen und so jongliert haben und sowas. Mhm. Aber vielleicht. Stimmt, vor Christus sogar, ne? Ja. Davor die Zeit und zu gucken, wie es so. Ganz zum Beispiel, wenn du Hieroglyphen liest in so Pyramiden oder in Ägypten und so, dann siehst du schon so. So Autos, dann siehst du Sachen, die fliegen und sowas und so. Das heißt, du weißt nicht, kam wahrscheinlich, vielleicht war ein Reset vorher, vielleicht war vorher schon so, waren wir schon weit weiter, genau, advanced und so, weiß man nicht. Und deswegen sagen die auch, dass die Afrikaner, die schwarze Menschen früher, ich meine, der reichste Mensch, der jemals gelebt hat, ist ein schwarzer Mann, Zamunza. Ja, Mann. Der ist, müsst ihr euch vorstellen, er war so reich, wenn er von einem Land in ein anderes Land gereist ist, dann ist dieses Land bankrott gegangen, weil er so viel Geld dabei hatte. Der hatte einen endlosen langen Zug an Kamelen, wo Gold und seine ganzen Wertgegenstände dran waren. Der hat auch Sachen voll viel verschenkt. Ja. Richtig viel verschenkt. Und so, da muss man mal vorstellen, wie reich Afrika ist. Oder? Ist es nicht auch krass? Ich habe neulich ein TikTok oder ein Video, ich weiß gar nicht mehr, irgendwas gesehen, ein Video, und da hat jemand erklärt, dass Afrika gar nicht der ursprüngliche Name ist von Afrika. Mhm. Sondern, das habe ich auch gesehen. Ja, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, was genau der ursprüngliche Name ist. Ja. Aber einfach auch der Name Afrika wurde eigentlich nach irgendeinem Römer von keine Ahnung wann kam der Name. Und es gab eigentlich einen ursprünglichen Namen von Afrika. Afrika, ja. How wild is that? Habe ich auch auf TikTok gesehen. So ich viele auch auf Sachen. TikTok gesehen. Auch, dass Afrika auf der Weltflagge kleiner dargestellt wird. Und das ist eigentlich, Afrika ist eigentlich oben und nicht unten in der Karte. Ach wirklich, ja? Das auch. Mhm. Ach so. Eigentlich ist es komplett andersrum. Oh. They just be twisting everything. Ja, die haben Afrika kleiner gemacht und nach unten in die Karte. Obwohl ja eigentlich. Krass. Aber Afrika ist eigentlich oben. Aber was war, also, weißt du, weil du kannst es ja eigentlich so sehen oder du kannst es halt. Also, als. Auf den drehen. Dankeschön. Okay.
Krass. Think they did. Okay. Und das ist in jedem Atlas, das ist auf jedem, überall, in irgendwelchen Plakaten. Überall, weißt du, überall. Was ich meine? It's wild. Die wollen wirklich mit allen Mitteln, die haben es in die Sprache reingesetzt, die müssen überall mit allen Mitteln sagen, ja, ist weniger als wert als wir. Krass, hier steht das. Der Name Afrika wurde erstmals von einem römischen Heerführer aus der Familie der Scipionen verwendet. Mhm. Entweder von Scipio Africanus, der Karthago und seinen Feldherrn Hannibal im zweiten Punischen Krieg im Jahre 202 vor Christus. Und sie besiegten ihn dann vorher. Also es steht halt nicht, wie es... Der Name leitet sich her von Afri. So nannten die Römer die Bewohner der Gebiete des westlichen Nils, also der antiken Libyen. Gemeint war damit ursprünglich ein indigener Stamm, der zu den Vorfahren der Berber gehört. Der römische Dramatiker Terenz, der im 2. Jahrhundert von Christus als Sklave aus Nordafrika kam und Berber war, wurde Publius Terentius Afer genannt. Krass. Guck, nach irgendwelchen Leuten wurde unser ganzer Kontinent benannt. Aber dieser ursprüngliche Name, ich werde den noch finden. So ich hab's geliked, ich muss einfach schauen, wo weißt ich du, die neue Sache, die ich geliked habe. Ja, eben. Muss ich einfach schauen nochmal. Ja, auch ein richtig Fall, schöner Name. Ja, ja. Nein. Auf jeden Fall sehr interessant war das, das alles zu sehen, zu lesen. Krass. Es steht auf Splat dabei, dass Afrika ursprünglich ein Sklavenname war, mit dem europäische Eindringlinge, die ihren Augen schmutzigen und primitiven Indigenen bezeichneten. Can you imagine? Das Wort steht 500 Jahre vor stigmatisierten Bezeichnungen wie Neger oder dunkler Kontinent. Krass, Anfang einer Geschichte, in der Weiße mit sprachlichen Mitteln die Ureinwohner des Kontinents herabwürdigen. Und schon, da haben wir in der Folgenfolge drüber gesprochen, wie was für einen Einfluss und was für eine Macht Sprache hat. Mhm. Weil wenn du Sprache Extremely. Richtig verwendest und du weißt, wie du Sprache benutzt, um auch diese Doppelzüngigkeit zu benutzen, kannst du halt eine ganze Gesellschaft einfach komplett beeinflussen und die Kraft des Individuums halt einfach wegnehmen. So. Ja. Ich habe eine Frage an dich, ja? Hey. Gibt es Artists oder Musikrichtungen, die du nicht hörst, wo du sagst, so, das ist mir zu demonic? Ja. Zum Beispiel? Viel in Hip-Hop. Okay. Also Heavy Metal sowieso nicht. Mhm. Techno höre ich auch nicht, it just doesn't make me feel good. Okay. Aber es gibt auch bestimmte Afrobeats-Künstler, R&B-Künstler, wo ich einfach ganz, ganz komische Vibes bekomme. Okay. Und auch wenn ich mir den Text angucke, weil ich bin so jemand, wenn ich Musik höre, ich muss den Text angucken, ich muss den Artist kennen, muss wissen, wofür der Artist steht. Mhm. I can't just listen to your stuff and just feed my brain with it, weißt du? Deswegen, ja, aber hauptsächlich Hip-Hop ist ganz, ganz kritisch. Und ja, Heavy Metal sowieso nicht. Weil wir haben vorhin, also Folge davor, über Sprache gesprochen, was für eine Wirkung das hat. Und halt auch Musik. Sprache und Musik und Sprache Frequenz. Musik. So, und diese Mischung ist halt stark. Sehr stark. Und da haben wir auch darüber geredet, dass Musik halt sehr powerful ist. Extrem. Und und die Frage war halt so, ob wir daran glauben oder nicht, so, ob es dich wirklich irgendwie verzaubern kann oder sowas, so dich irgendwie manipulieren kann und so. Und da wollte ich einfach nur deine Meinung wissen, ob du ein paar Richtungen und so nicht hörst. Also, ja, also ich glaube, langfristig kann es auf jeden Fall Auswirkungen auf dich haben. Ich hatte schon ganz oft irgendwie gehabt, dass ich finde halt auch, wenn man es, also den Gegensatz, ich finde, Musik kann halt auch heilen, kann dich schlauer machen, kann dich bestimmte Dinge fühlen lassen oder einen schlechten Tag in einen guten umwandeln, aber genauso gut kann es halt auch komplett andersrum sein. Deswegen, ich finde, es ist so important, was man sich so anhört und was man an sich ranlässt. Deswegen auch manchmal, ich war schon oft in Clubs, wo ich mir dachte kurz so, okay, ich gehe jetzt nach Hause, weil diese Vibes, die ich gerade von diesen Lautsprechern spüre, geht gar nicht. Und es krass. Gibt's auch so bestimmte Künstler, die du eigentlich gut findest, aber wo du sagst, ja, ich kann mir die nicht anhören, weil das, was die sagen und die Musik, das macht irgendwas Komisches mit mir? Mittlerweile kann ich kein Doja Cat mehr hören, Billie Eilish auch nicht, was mir sehr weh tut, because I really did like her music. Aber ihre Musikvideos und ihre Texte lately auch, ich denke mir so, ich weiß nicht, es ist nicht das, womit ich mich identifiziere. Ich bin halt eh Christin so, deswegen ich bin sehr, sehr vorsichtig. Cause spirits are out there. Mhm. Was haltet ihr von Sam Smith und seiner Oscar oder Grammys, wo er diesen Auftritt hatte und sich als Teufel verkleidet hat? Ich meine, sein Song heißt ja Unholy, war das, glaube ich. Das heißt doch Unholy. Unholy, ja. Deswegen muss er es ja auch so überspitzt. Also so portrayen, also so wirklich, wie der Song halt ist, muss das auch so rüberbringen, glaube ich mal. Also so denke ich. Mhm.
Deswegen hat er es auch so teuflisch und so alles gemacht. Aber ich verstehe. Aber ich denke mir halt so, also an mich kommt sowas nicht ran. Mhm. Ich sehe das und denke so, ja, okay, halt ist sein Song. Das Lied heißt Unholy. Ja. Deswegen halt irgendwas also so teuflisches, mhm, damit man es versteht so. Aber was, okay, was es war eine Performance and that's ja it. Aber was möchte er damit transportieren? Das weißt, ist halt meine? Das, weil ich denke mir so, was hat der Text? Der Text, es geht darum, dass der Vater fremd geht. Mhm. Was hat das jetzt mit dem Teufel zu tun? Ist like, the connection ist immer so. Und vor allem, die sind so obvious, die sagen es ins Gesicht so, hey, wir sind vom Teufel. Like, ja. Wer war das, der on stage gesagt hat so? Lil Uzi sagt on stage, wir gehen cool, alle jetzt. Mal, wo du gefragt hast, ja? So, und dann habe ich mal so ein Konzept von ihm gesehen und da meinte so, we are all going to hell. Can you imagine? Yeah. Und ich war so. Und die Leute schreien. Nee. Ja. Ja, und dann. Weißt du? Und ab da wurde er mir voll. Und er so hat auch gesagt, ihr wisst ganz genau. Ja. Früher, die waren noch schlau, die haben das versucht zu verstecken durch Zeichen und Symbole. So Rückwärtsspielen. Danke, Rückwärtsspielen. Das waren irgendwelche Bilder im Hintergrund. Jetzt, die sagen ins Gesicht, hallo, hier, Demons, hier für euch. Und die Leute sagen, geil, nice. Das Ding ist halt klar, wenn du protected bist und wenn du gut in Sync bist mit deiner Spirituality, ja, mit dir selber, dann kommt das auch nicht an dich ran. Aber das ist wie so dieses, ich kann kämpfen, muss ich trotzdem in einen Boxring steigen deswegen. Nein, weißt du, was ich meine? Like, you can step out of those like areas, wo das halt so stark ist. Und ich finde, deswegen muss man einfach bestimmte Orte meiden, bestimmte Leute meiden, bestimmte Musikrichtungen leiden, sogar bestimmtes Essen teilweise. Ist not good for you. Das ist echt so. Das ist ja auch zum Beispiel, gibt es so einen Typen, ich habe seinen Namen vergessen, der hat so lange Dreads und so ein Black Dude, so ein Amerikaner. Mhm. Und er redet immer darüber, so wie falsch die ganze Industrie ist. So. Der meint allein zum Beispiel, weil du das Essen angesprochen hast, diese Pyramide, diese Essenspyramide. Dass wenn du morgens aufstehst, du bist jetzt so ein Fettbrötchen mit Fleisch, dies, das essen. Und er meint, das ist gar nicht gut für dein System, weil sobald du aufstehst und dann zum Beispiel was Süßes zu dir nimmst, dann schießt dein Insulinlevel des Todes hoch, weil morgens du so voll sensibel dafür bist. Und morgens solltest du zum Beispiel gar nichts essen. Du solltest erst so, wenn du Hunger hast, so ab 10, 11 essen. Okay. Und die Leute haben auch nur so früh gefrühstückt eigentlich immer, weil die auf dem Feld gearbeitet haben um 3 Uhr morgens. Mhm. Und dann natürlich haben die um 6, 7 Uhr morgens krass Hunger und müssen dann Kohlenhydrate ballern. Ja. So, das heißt Frühstück. Früh. Früh, ja. Zu früh. Aber die haben sich körperlich angestrengt und die verbrennen Carbs und so, deswegen essen die Carbs und müssen so diese ganzen Sachen zu sich nehmen. Aber für uns jetzt, wenn wir jetzt so normal aufstehen und nicht körperlich beeinträchtigt haben, wir brauchen keinen Zucker morgens zum Beispiel. So. Ja. Wir brauchen keinen Kaffee morgens. Wir brauchen keinen Kaffee. Das Leute, die ohne Kaffee nicht aus dem Bett kommen. Ja, das ist auch Quatsch. Oder Weizen. So Weizen fördert Depressionen zum Beispiel. So Brot und solche Sachen. Ja, Weizen. Kann ich liebe Brot, ne? Nein, so. Viel zu trocken. Was, ich liebe Brot. Ich esse ja auch kein Brot mehr. Also ich könnte Brot wirklich immer essen, so tagtäglich durch, ja. Boah, meine beste Freundin Gib auch. Gib ihr Brot, Butter, schlimm. Salami drauf. Ist geil, aber okay, ich verstehe das. Beste. Jetzt, wenn du Butter und Salami noch drauf, okay, vielleicht noch aber Toast. Aber Brot esse ich nicht so. So nicht. Ach so, okay. So finde ich es trocken. Meine beste so Freundin ist nur Brot. Sie könnte ich nur noch von Brot ernähren. Wirklich, ja? Ich würde ersticken, das ist so trocken. Nee, ist nicht meins, so Brot. Nee? Brötchen auch nicht? Noch Brot, also nur Brot essen manchmal. Ach so, nur ich liebe Brötchen, aber ich esse extra weniger, also auch fast kaum noch Brot und so. Weil ich habe so viele Dokus gesehen. Kennst du das so, du isst irgendetwas gerne, du guckst eine Doku, das kann ich auch nicht essen. Jetzt kann ich es auch nicht mehr essen, ja. So, yeah. Kannst literally einfach fast gar nichts mehr essen. So. Aber das ist ja auch wieder ein Beweis, was du auch gerade angesprochen hast, dass auch Essen, weil durch Essen steuerst du ja auch eine Gesellschaft. So important. Natürlich. So, komm, wir sind so addicted zu Zucker zum Beispiel. So. Kannst du, Chef, du isst 2 Tage keinen Zucker, du bist so, wie als wärst du so. Ja, voll. Bei mir ist krass geworden, immer so, wenn ich was gegessen habe, brauche ich so ein Kinder Bueno. Nachtisch, oder Snickers. Diese aber immer, ich immer wenn das, ich so, boah, jetzt hätte ich Bock auf was Süßes. Und es muss immer sein, sonst wäre ich ganz halt so unruhig, weil ich brauche diese Schokolade, also Zucker einfach. Mhm. Voll, ich versuche das immer irgendwie, mich irgendwie selber so auszutricksen, aber manchmal werde ich einfach zu schwach und dann muss ich es einfach essen. It's okay. Don't judge yourself. Ja, man. Manchmal geht es nicht anders. Ja. Die was? Ernährungs- Pharmaindustrie, ja. Oh ja, Mann. Was ist das? Ja, weil die geben uns absichtlich Dinge, die uns eigentlich schaden. Ja, damit und die meisten wir dann. Die meisten Menschen werden dadurch krank. Mhm. So, guck mal, so ADS, Schlaflosigkeit. Ja. Da gibt es ja voll viele Krankheiten, die kommen alle von der Ernährung. Krebs. Von der Ernährung, ja. Ja, danke. So, voll. Wenn du frittierte Sachen isst und sowas, so, das ist ja auch, wenn das Fett zu lange gestanden hat oder so. Stimmt. Deswegen, so Ernährung ist the key am Ende des Tages. Am besten einfach zu Hause kochen. Und wenn man, also das Ding ist halt, nicht jeder ist halt mit Kultur aufgewachsen oder mit so
kulturellem Essen. Aber ich finde deswegen so, wenn du die Möglichkeit hast, kulturelles Essen zu kochen mit so Natural Ingredients, dann mach das. Mm. Das ist viel besser, als jetzt jeden Tag eine Tiefkühlpizza oder sowas so zu essen. Mm. Aber manchmal so zu faul, ne? Ich verstehe das. Ich verstehe das eh. Aber es ist so, auch draußen in Restaurants zu essen, muss nicht immer sein. Because you don't know who's in the kitchen. Das stimmt. Ich habe voll oft, habe ich einfach Anxiety, weil ich mir denke, so was, wenn er einen schlechten Tag hat und einfach in jedes Essen gespuckt hat. Sorry. Oder weißt fällt du? Runter. Es oder ist so, fällt danke. Runter, oder fällt runter, er hebt einfach auf, ah, egal, ich mache jetzt kein neues. Hä? Wie oft das schon wir passiert ist und wie oft wir schon irgendwas gegessen haben, was gar nicht vielleicht gut war. Wir vertrauen den Leuten zu sehr. Unser Körper hält so viel aus. Ja, wie viel Gift wir zu uns nehmen die ganze Zeit. Weil unser Immunsystem Melanin hat. Ja, das ist aber echt so. Das ist echt so. Ja, Mann. Wusstet ihr, dass alles, was um Kaffee herum wächst, stirbt? Weil das so sehr toxisch ist, Kaffee an sich. Echt? Und deswegen, wenn wir Kaffee trinken, muss er meistens auf Toilette danach, weil deswegen. Ja, ich trinke keinen Kaffee, Gott sei Dank. Ich auch nicht. Ich auch sehr selten. Aber kochst du immer selber? Ich? Ich koche eigentlich schon die meiste Zeit. Ich habe es versucht. Ich weiß nicht. Ich finde, gekochtes Essen hittet einfach anders. So, man fühlt sich dann richtig gut danach. Mich nervt einfach nur diese ganze Arbeit davor. Du kochst was, das kocht man eine Stunde. Aber es kochst du. Und dann isst du 15 Minuten und. Ja, okay, aber ich mag es halt auch für mehrere Leute zu kochen. Ich glaube, für mich selber koche ich eher selten, aber ich koche super gerne immer für andere Leute. Ja, das stimmt. Ja, aber ich fühle dich, das Putzen und alles ist anstrengend. Das nervt mich einfach alles, ja. Was ist denn euer Lieblingsessen? Oh, das ist schwer. Okay, also ich bin schwäbisch und nigerianisch aufgewachsen. Mhm. So, mein Lieblingsschwäbisches Essen ist so richtig so Kartoffelbrei mit so Rahmsoße und Blaukraut oder so. Wie heißt, kennt ihr Sauerkraut und Stupfnudeln? Ja. Das. Und dann African Food, the best is either fried rice oder Ogbono Soup. Mm. Ja. Ja, okay, schmeckt. Ist schwer. Also ich sag mal so Ganache, so mag ich mehrere Sachen wirklich. Also ich finde, Nummer eins ist Fufu. Mm. Okay, oh, ich liebe Fufu. Und ich könnte auch, was einmal, wo ich in Ghana war, waren wir bei einer Tante und sie hat mich gefragt, was willst du essen? Und ich so, ja, keine Ahnung, irgendwas. Und sie so, ja, ich habe noch ein bisschen Jollof da, was weiß ich, willst du? Ich so, okay, da hat sie so Jollof gemacht mit Kochbananen und dann Fleisch und sie hat so gewürzt. Es hat so, ich habe noch nie so krass Jollof und Kochbanane gegessen. Hat sie es gemischt? Ja, also es war so an der Seite. Also ach so, okay, so auf der anderen Seite. Ja. Ich hab aber zusammen, gedacht, es war so lecker. Nice. Und ich habe es also öfters dann so gegessen, aber bei ihr war es richtig krass. Also ich werde es nie vergessen. Wow. Nie vergessen. Und immer wenn ich in Ghana bin, esse ich das dann genauso, wie sie es gemacht hat. Aber ja, das, also ich mag so Jollof Rice, Fried Rice, Kochbanane und und sonst so europäische Sachen jetzt, so Döner und so, ehrlich gesagt, finde ich geil. Oh Gott. Ich muss sagen, ich finde Döner richtig geil. Also ich esse nur Döner die ganze Zeit, ich liebe Döner. Ja, Mann. I feel that. Du? Ich bin ja auch mehrere Kulturen in mir, ich bin auch eigentlich Schwabe am Ende des Tages. Echt? Also ein Weibling bin ich geboren. So, nein, wie cool. Und, bin da hin und her gependelt, bis ich 10 war. Dann sind alle halt nach NRW gezogen. So. Aber auch Spätzle war so mein All-Time-Favorite, auch mit Rahmsoße und sowas. Nice. Dann, meine Mutter ist ja Iranerin. Und da gibt es so, das heißt Gourmet Sabzi. Das ist quasi so ein Eintopf mit 7 Kräutern, Rindfleisch, so einer getrockneten Limette. Und das ist richtig krass. Das musst du auch voll lange kochen. Das kostet so einen Tag oder 2 Tage. Und Opa hat das damals das gemacht. Deine ganze Wohnung riecht danach. Ich lieb's. Nachbarn Woche beschweren sich, aber egal. Egal. Das ist halt so auch mein all-time favorite im Iranischen und im Kongolesischen halt auch. Fufu oder Reis mit Pandu. Pandu ist, das kennst du. So. Was ist Pandu? Das ist sowas wie Spinat. Also sieht so aus wie Spinat, aber sind halt auch so. Ich sag immer so African Spinat, ich sag immer African Spinach dazu. Also ich finde viele, zum Beispiel, in Ghana gibt es auch Spinat, aber es ist halt anders. Nicht nur das grüne Spinat, sondern auch Gewürze und was weiß ich schon so, das Spinat. Achso, ja, habt ihr auch. Und ich sag immer dazu mal African Spinach, weil irgendwie in Nigeria gibt es anders. Ich weiß nicht, von wem die Küche das war. Ich glaube, Äthiopien oder so, die hatten das auch. Aber ich wusste nicht, wie es heißt. Also deswegen sage ich immer dazu mal African Spinach. Ja, genau. Wo waren wir Dings? Das ist wie, oh,
Oh, bei uns ist das Egusi ähnlich. Also ja, das sowas. Nice. Wo waren wir an deinem Geburts... Ja, Okra. So, genau. Okra, sagt ihr. Genau. Wo waren wir an deinem Geburtstag essen? Äthiopisch, das war auch richtig gut. Und ich mag halt alles, wo man mit der Hand isst. Fuck. Das finde ich geil. Aber das ist so schwer, seit ich Kontaktlinsen trage, muss ich immer alles mit Löffel essen. Das ist so traurig. Ich höre. Weil ich am Ende des Tages, egal wie gut ich meine Hände wasche, wenn ich mir ins Auge fasse, es brennt. Scheiße. Ich muss wirklich Kontaktlinsen rausnehmen, Brille anziehen und dann kann ich es essen. Scheiße. Ja. Schade. Schade. Well. Schade. Pech für dich. Anyways. Yes. Jetzt so spill the tea. Spill it. Genau, ich gucke immer so Podcasts, so diese Mann-Frau-Podcasts, diese Red Pill, Blue Pill Podcasts. Mhm. Habe ich früher immer so oft geguckt. Jetzt mittlerweile nicht mehr so, weil sich die Themen immer wiederholen und immer auch die gleichen Antworten sind. Und auf jeden Fall gibt es so einen Podcast, der heißt Fresh and Fit. Und die bringen Frauen bei, wie der Mann denkt. Und die Frauen, die wollen das meistens halt nicht akzeptieren, dass zum Beispiel... ist das ein Männer-Podcast? Ja, genau, es ist ein Männer-Podcast, der für in erster Linie ist, um den Männern beizubringen, wie es ist, ein richtiger Mann zu sein und den Frauen zu zeigen, wie sie einen High-Value-Man bekommen und wie ein High-Value-Man denkt. Aha. So, und dann zum Beispiel, einfach nur damit so sagen die zum Beispiel, ein Mann steht nicht darauf, wenn eine Frau mit vielen Typen was hatte. Ah. Das ist eine Präferenz. Und dann können die Frauen das aber nicht akzeptieren. Dann sagen die Frauen, da sind halt immer Frauen auch dann im Studio, so 5-6 Stück, so irgendwelche Models oder so. Und die sagen dann so, ja, der Mann ist halt insecure und na. Und dann fängt halt so diese Diskussion an. Und dann im Rahmen dieser Diskussion kam dann das Thema Marriage auf, so Hochzeit. Und dann war halt die Frage so, lohnt es sich heutzutage noch zu heiraten, insbesondere für einen Mann? Was hat ein Mann davon, wenn er eine Frau heiratet? Und in dem Podcast hieß es halt so, dass ein Mann eigentlich nur ein Verlierer daraus rausgehen kann, weil wenn sich zum Beispiel das Paar scheidet, dann muss der Mann Unterhalt zahlen, dann muss er Alimony zahlen, muss dann seine Assets 50-50 teilen und sowas. Und dann war da die These so, für einen Mann ist es heutzutage lohnt es sich nicht mehr zu heiraten. So. Und ich wollte mal wissen, wie ihr so dazu steht, so Marriage heutzutage. So, würdet ihr heiraten generell und wie steht ihr dazu? Lohnt sich das noch? Sollte man das unter diesen Gesichtspunkten sehen oder hat das eine ganz andere Bedeutung? Ach, ich soll anfangen. Ladies first. Also ich denke, wir leben in einer Zeit, okay, man muss nichts mehr machen. Und ich habe auch das Gefühl, Marriage jetzt ist ganz anders wie Marriage von vor, keine Ahnung, 100 Jahren. Und wie also für Leute wie uns jetzt zum Beispiel, die halt auch nochmal von der Diaspora kommen, gibt es ja auch nochmal traditionelle Hochzeiten, die auch nochmal ganz andere Bedeutungen haben, die so die Verschmelzungen von Familien sind. Da geht es ja nicht nur um das Paar an sich. Ich finde aber auch, in europäischen Ländern hat es ja sehr viele Vorteile, so auch finanziell, wenn man verheiratet ist. Ich bin eigentlich noch der Meinung, dass wenn ein Paar sich dazu bereit erklärt zu heiraten, das ist definitiv so, dass die letzte Stage erreicht wird quasi, die man in einer Beziehung erreichen kann. Und ich weiß nicht, ich finde so, das ist schwer zu sagen, weil ich finde, wenn man lange zusammen ist und die Frau will zum Beispiel heiraten, aber der Mann nicht und dann einigen sich beide darauf, nicht zu heiraten, habe ich da kein Verständnis für, weil ich mir denke so, man verliert nicht wirklich was, wenn man heiratet. Aber wenn jemand heiraten möchte und dann nicht die Möglichkeit hat, das zu machen, dann fühlt man sich ein bisschen so, you know? Ja, nichts Echtes ist. Dann man fühlt sich so unsicher. Ich finde schon, das gibt so diese Sicherheit, it's putting a lock on it, so auf den wir sind jetzt in this together, so. Ja. Und man kann ja dann trotzdem noch sagen, okay, unsere Marriage ist ja dann anders als andere Marriages, so. Ja, ist von Koppel zu Koppel unterschiedlich. Was sagst du? Ich sag, wie du selber gesagt hast, damals war es, glaube ich, wurde es sehr hoch angesehen, so. Mhm. Und jetzt braucht man das nicht mehr so 100%. Also, ist eine schöne Sache. So, also für mich, ich sag so, ja, ist eine schöne Sache. Ich muss jetzt nicht unbedingt, wenn ich jetzt mit jemandem zusammen bin, nach 3 Jahren heiraten. Also ich könnte auch, wenn die Frau sagt, ja, okay,
10 Jahre, 15 Jahre oder sowas, weißt du? Dass man dann sagt so, okay, lass heiraten. Und es muss wenn auch die ganzen Kinder schon dabei so sind. Dabei und so. Sind und was weiß ich. Und so kann man sagen, okay, wir haben die Familie und so, was weiß ich. Mhm. Lass es jetzt so schwarz auf weiß machen. Mhm. So, eigentlich. Und würdest du dann aber zu deiner Frau, würdest du dann sagen, das ist my wife? Oder würdest du dann sagen, es ist my girlfriend? So, auch wenn ihr schon 15 Jahre zusammen seid und 3 Kinder habt. Nee, ich würde schon sagen, es ist meine Frau. Ist ja meine Frau an meiner Seite. Also nicht im Englischen würdest du dann sagen, Papier, wife. Ja, ist jetzt nicht offiziell auf Papier so, wir sind verheiratet, aber ist ja trotzdem meine Frau letztendlich. Hm. So, ob es nur ein Jahr ist oder 10 Jahre, die ist ja an meiner Seite, das ist ja meine Frau. I feel like es gibt schon einen gewissen Lack of Commitment, wenn man nicht heiratet. Wenn man nicht heiratet nach vielen Jahren. Denkst du? Ich finde schon irgendwie, weil ich kann mir nicht vorstellen, also wenn beide Parteien sagen, das ist für uns jetzt nicht wirklich ein Muss, cool. Aber ich habe das Gefühl, dass es in sehr vielen Fällen so ist, dass vielleicht der Mann sich denkt, so okay, muss nicht sein und dann die Frau dazu überreden könnte, zum Beispiel. Mhm. Oder auch in anderen Fällen, wenn es auch andersrum ist. Und ich glaube halt immer, das ist dann so eine Imbalance, weil ich weiß nicht, vielleicht ist es auch so ein bisschen veraltetes, traditionelles Denken, aber ich sehe Marriage als was Wunderschönes. Mhm. Ich sehe auch für Kinder so, wenn die dann so aufwachsen und das sehen und keine Ahnung, ist es dann halt schon irgendwie ein Zeichen der Verbundenheit und der Liebe. Ja. Würdest du den Nachnamen deines Partners annehmen? Hallo, warte, bevor du fragst, hey. Was mit dir? Achso, was mit dir? Also, als ich das gehört habe, wo er meinte dann, dass der Mann halt voll viel Nachteile hat, so konnte ich das halt so ein bisschen nachvollziehen, weil ich so ein bisschen, ich habe ein Kind, mein Ex, ne, mit Unterhalt, die Stars, so ein bisschen. Mhm. Ich habe den verstanden, aber auf der anderen Seite denke ich halt, wenn du jemanden heiratest, dann gehst du ja mit der Intention rein, dich nicht scheiden zu lassen. So. Und wenn du dich dann scheiden lässt und es so eine traditionelle Beziehung ist, wo der Mann arbeiten geht und die Frau zu Hause kümmert sich um die Kinder, dann ist es ja nur fair, dass du im Anschluss der Frau Unterhalt zahlst, weil sie hat sich geopfert, den Kindern, und du konntest dann deine Karriere pursuen, so auf der anderen Seite, so, weißt du? Und daher finde ich, ist es schon irgendwo fair, dass wenn sie sich die beiden dann scheiden lassen, dass der Mann dann Unterhalt zahlt und dass die Assets dann natürlich ist immer scheiße, wenn du Geld irgendwie so komisch aufteilen musst, aber dass da halt irgendwie ein gemeinsamer Nenner gefunden wird, wo beide mit leben können. Natürlich kann es auch hässlich werden. So. Mhm. Ich glaube, da gebe ich ihnen halt schon recht, dass die Frauen haben, wenn es um Kinder geht, werden die Frauen immer bevorzugt. So, so ich habe da auch aus eigener Erfahrung das erfahren. So. Und ich glaube, da ist der größte Nachteil so mit den Kindern so und dass dann die Ämter mehr auf der Seite von der Mutter sind so als auf dem Vater. Und generell, also ich bin halt so, ich muss jetzt nicht unbedingt heiraten, so, ich habe das jetzt nicht so vorgelebt bekommen, aber wenn jetzt, weil das Ding war, ich war jetzt am Freitag auf einer Hochzeit, deutsch-marokkanisch, und dann habe ich halt meine ganzen alten Jungs gesehen, so von früher, und die sind auch fast alle verheiratet, und dann ist das, was du halt sagst, das fand ich halt einen coolen Aspekt, ist, dass halt Familien zusammenfinden und man dann, wenn die Familien sich verstehen, dass man halt zu einer größeren Familie wachsen kann und dann dazu führt, dass du halt eine gute Plattform baust für deine Kinder und für die Schwäger und für die anderen Cousins, Cousinen, weil wenn alle irgendwie erfolgreich sind, dann ist es nicht mal so weit weg zum Ziel für die Nachkommen, für die Kinder, und wenn dann alle so eine Familie ist, dann kann alles viel einfacher werden, wenn es gut funktioniert. Und deswegen gibt es halt Pros und Contra. So. Das heißt ja auch nicht, dass, wenn man jetzt nicht heiratet, dass die Familien dann irgendwie nicht miteinander Kontakt haben oder sowas. Mhm. Aber ich glaube einfach, dass es schon so ein, auch so diese Celebration von diesem Zusammenkommen. Also ich habe es einfach nur von meiner Schwester so erlebt, von ihrer traditionellen Hochzeit. Nächstes Jahr ist ihre kirchliche Hochzeit in Deutschland. Und ich habe einfach gesehen, so wie viel Freude das halt auch so allen Parteien bringt. Und ich glaube, es ist halt auch so für Eltern, glaube ich, auch einfach irgendwie voll schön zu sehen, wenn die Kinder heiraten oder so. Ja, also ich glaube, jeder kann eh selber entscheiden. Ich glaube, es ist einfach Communication, das ist das Wichtigste, weil, ja. Und dann zu Normans Frage, würdest du, also zwei Fragen. Mhm. Norman hat ja gefragt, würdest du den Nachnamen nehmen von dem Ehemann? Und meine Frage ist, würdest du auch einen Ehevertrag da machen? Würde ich den Nachnamen von meinem Ehemann nehmen? Ja. Egal, was für einen Nachnamen der hat. Ja.
Ja. Kommt drauf an, ne? Also ich kann mir auch vorstellen, dass ich meinen Nachnamen so hergebe, aber ich habe so einen doppelten Nachnamen und das ist jetzt auch nicht, also muss nicht sein. Aber wenn es ein schöner Nachname ist, oder man macht so ein gemeinsames Ding, also so beide Nachnamen zusammen. Ehevertrag, ich habe gar keine Ahnung, was, weil ich wusste, ich weiß nichts davon. Das ist einfach nur so ein Vertrag, was du mit deinem Mann machst. So zum Beispiel, jetzt als Beispiel, wenn wir uns trennen, musst du mir 50.000 Euro geben. Ist das von Anfang an festgelegt quasi? Ich mach ja einen Ehevertrag. Aber muss man das machen? Oder naja, ist das so? Ist der Vertrag, ihr müsst das beide unterschreiben. Nee, so Ehevertrag kannst du optional machen. Das erstellst du selber. Also sozusagen mit deinem Anwalt dann. Und sagen wir, du bist jetzt erfolgreichste Model der Welt und du hast Assets über 10 Millionen Euro erwirtschaftet und dein Mann hat vielleicht weniger Assets. Und damit du langfristig gesehen deine Assets schützen kannst, wenn ihr euch trennt, dass du sagst, okay, alles, was ich mit reingebracht habe, ist meins, was du mit reingebracht hast, ist deins. Und das, was wir zusammen aufbauen, wird so und so aufgeteilt und dies, das. Also dann klärt man dann die Einzelheiten. Das ist so ein Ehevertrag dann. Aber das heißt, der Ehevertrag setzt voraus, für wenn man sich trennt. Wenn man sich trennt. Das heißt, man muss einen Vertrag machen. Man muss nicht. Man muss nicht. Deswegen frage ich ja, würdest du einen machen? Weil welche sind dafür und welche sind voll dagegen, weil die sagen so, ja, hä, warum macht man einen Ehevertrag? Warum gehst du mit den Gedanken rein, dass wir uns vielleicht irgendwann trennen? Ja. Bla, 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 und was weiß ich. Ja, definitiv. Also ich würde keinen machen dann in dem Sinne. Ehrlich nicht? Nee, einfach weil ich mir auch denke, so, wenn ich dich schon heiraten würde, dann gehe ich auch davon aus, dass unsere Kommunikation auf dem Level ist, dass sollte man sich trennen, man einfach eine gemeinsame Entscheidung findet, für wie es laufen soll. Du guckst dich schon so an. Also ich bin am big on communication. Ich glaube, wenn man wirklich man kann über alles reden, so es sei denn, man geht halt wirklich im extremen Hass auseinander, dann ist natürlich doof, aber dann warum heiratet man in the first place? Und das Ding ist, ich habe auch gehört von einem Freund von mir, der Anwalt ist, dass Eheverträge in Deutschland gar keinen so Sinn machen. Nee, dass also das gar keinen Bestand hat. Also ja, dann. So richtig, also du kannst das gar nicht so richtig so klären. Also es hat irgendwie vor Gericht keinen richtigen Bestand, meint er. Ich weiß schon, wo richtig liegt. Aber es ist ja immer ein großes Thema, besonders in Amerika und so mit Eheverträgen und sowas. Mhm. Aber willst du einen Ehevertrag machen, wenn es Bestand hat? Warum? Mhm. You don't trust? Ja, doch, natürlich, aber ich schütze einfach nur die Sachen, die ich so mir aufgebaut habe, so, weißt du? Also alles so, was meins ist, ist meins. Und alles, was ihrs ist, ist ihrs. Gut. Und was wir zusammen aufbauen, können wir dann entscheiden, wenn wir uns trennen sollten, wie das dann aufgeteilt wird. Aber das geht ja entgegengesetzt des Sinn oder das Konzept von Heirat. Ja. Wenn du heiratest, heißt ja, wir sind nicht mal ich, wir sind sondern wir. Sondern wir. Exactly. Ist ja auch. Ich meine, wenn wir zusammen sind, sind wir wir. Dann ist meins auch deins. Wenn wir und deins ist meins. Mhm. Aber sobald die Wege sich trennen, dann ist wieder meins und deins. Und wenn Kinder im Spiel sind? Ja, muss man dann gucken, halt, wie das dann ist. Wer mehr Zeit hat, wie es finanziell dann auch ist. Ja. So. Ja. Sag ich. Ich glaube, wenn es in einer Beziehung zum Beispiel ein bisschen Imbalance gibt und die eine Person ist zum Beispiel der Provider, der Versorger von einer anderen Person und die trennen sich dann heißt es ja üblicherweise so, man muss den Lifestyle, den man der Person jetzt geboten hat, weiterhin am Leben halten. Ja. Ich persönlich denke, das muss man nicht, weil wenn ich nicht mehr mit der Person zusammen bin, warum sollte ich dann trotzdem noch auf irgendwelche Vacations gehen und auf irgendwelche Yachten sein? Weißt du, was ich meine? So, und in dem Sinne macht es dann schon Sinn, dass man halt sich einfach mal darüber so, ja, austauscht. Aber ich finde, ein Vertrag ist so ein bisschen, ich weiß nicht, es gibt mir so ein bisschen einen bitteren Nachgeschmack. Dann speak it into existence. Dann schon genau, das ist so dieses, als ob du wirklich schon hinschreibst, so, es wird passieren. Das war ja, I don't like it. Also, also würdest du, wenn du heiraten würdest, stell dir vor, deine Freundin macht dir einen Heiratsantrag, würdest du es annehmen? Ich würde ihr vorher schon sagen, du machst sowas nicht. Ich werde Nein sagen. Es ist 22 Uhr. Wir werden ja schon vorher darüber sprechen. Ich werde sagen, nein, du machst das nicht. Weil ich werde Nein sagen. Also, Warte, sorry. Warum Nein sagen? Weil ich das machen will. Ach so, okay. Aber dann ist es nicht so, nein, ich will dich nicht heiraten, sondern keine Antwort. Würde sie machen, würde ich sagen, so. Chill mal.
ja, chill mal. So, ich mach das schon, warte ab. Aber ist nicht awkward dann? Weil sie hat ja schon gemacht. Nein, 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 hör mal zu. Ich hab ihr schon von Anfang an gesagt, du sollst das nicht machen. Und ja, ich meine, okay, man redet ja so und bestimmt wird sie sagen so, ey, wann und so. Vielleicht ist sie ungeduldig oder will unbedingt. Da sagst du, ey, ich mach das noch. Und wenn sie es schon vorher macht, dann sagst du, ey, ich hab doch gesagt, ich mach das. Warum machst du das? Ja, aber wenn du dir 6 Jahre Zeit nimmst, dann ist schon... Nee, aber wenn ich die Zeit brauche... Hey, warum? Wie warum? Wenn ich die Zeit brauche, warum wird es denn so eilig? Ich denke, wenn man es weiß man es und dann hält einen genau, nichts mehr daran auf. Genau, und wenn ich 6 Jahre brauche, dann brauche ich meine 6 Jahre. Okay, wenn ihr schon 10 Jahre zusammen seid, dann sag ich mal. Dann brauche ich meine 10 Jahre. Nein, nein, ihr seid schon 10 Jahre Ach, zusammen. Wir sind schon 10 und Jahre. Dann heißt es irgendwann mal so, hey, okay, hier, ich guck mal auf die Uhr, ich will gerne, dass wir heiraten und dann brauchst du nochmal 10 Jahre. Nein, 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 genau. Wir reden doch darüber. Ja, ja. Wir reden doch darüber. Aber was, wenn sie schon die ganze Zeit so low-key erwartet hat und dann so schon Dings ist? Nee, okay, die Sache ist, sie müsste mich ja erstmal fragen, so, oder soll ich einen Antrag machen? Oder wie findest du, wenn ich einen Antrag machen würde? Da würde ich sagen, ich will das machen. Würdest du mit so jemandem überhaupt zusammenkommen, der das machen könnte? Weil das sind ja bestimmte Charaktere, die den Männern Stimmt, stimmt. Ich würde sagen, ich würde es machen. Ich will nicht, dass du es machst. Ja. Weil das ist ja so ein Moment, so ein schöner Moment, daran erinnert man sich ja für immer. Und aber das heißt auch, das ist ja so eine Sache, die ist oldschool halt, natürlich. Und ja, heutzutage können es ja auch Frauen machen, wenn die wollen. So, aber ich finde persönlich, es sollte immer noch ein Mann machen. Ja. So die Frau an der Hand so bitten, so, weißt du, das ist nice. Ja. Einfach, finde ich. Doch, da stimme deswegen, ich dir zu. Und wenn sie es machen sollte in dem Moment, ich weiß, ich kann jetzt nur so sagen, aber ich weiß ja nicht, was passiert, wenn es wirklich so ist. Aber ich würde sagen, so... Willst du mich heiraten? Ich würde sagen, ja. Zeig. Ich würde, glaube ich, sagen, so, ja, ja, natürlich, aber ich hätte gerne das gemacht einfach. Ja. So, weißt du, ich finde, wir haben so beide unsere Momenten einfach gestohlen, so weißt du, du hast meinen Moment gestohlen, ich habe jetzt deinen Moment gestohlen. Ich took my Moment, das war mein Job. Das war so, Job. Weißt du? Lass ja, es trennen. So. Ja. Ich mag auch, ich sag ehrlich, diese Videos, wo die Frauen proposen und wirklich so auf Knie gehen und so, ich weiß nicht, ein bisschen. Es fühlt so sich ungewohnt, nicht so gut ne? an. Ja, ist ja. Ungewohnt ist ein bisschen einfach. Komisch. Also, klar kann jeder machen, wie er will, aber irgendwie irgendwas stört nicht. Stimmt daran. Dann. Irgendwas ja, stimmt da nicht ganz. Ich will nicht sagen, stimmt. In der Dynamik. Es ist einfach anders. Ja, ich weiß, was du meinst. Man kann ja manche Dinge einfach so lassen, wie sie waren. So, weil, so muss ja nicht mal alles so verwoken, weißt du nicht? Alles aber, muss so. Ja, ich weiß. Dankeschön. Some things are good tradition. Frauen, die haben es einfach nicht eilig, aber die wollen es ja unbedingt. So, weißt du, und die denken so nach 3-4 Jahren so, ja, ey. Ah, die kann ja sagen so. Machen wir mal einen Antrag. Oder so. Nein, Mann, also Frauen machen das so, wir laufen an einem Store vorbei und sagen so, ach, guck mal, schöne Ringe. Ich habe Ringgröße 4. Ich habe Ringgröße, ja, 64. aber ja, so Hints. Ich glaube, man würde es niemals so direkt sagen. Außer es sind halt wirklich so 15 Jahre und dann denkt man sich so, hey, was machen wir hier? Are you my boyfriend? Aber my boyfriend. Würdest du so lange warten, würdest du 6 Jahre warten und er hat immer noch keinen Antrag gemacht? Sag mal ab jetzt. Ja. Nein. 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 Warum? Ich habe schon immer gesagt, ich will früh heiraten und Ab früh und Kinder bekommen. Und wenn es nicht passiert? Weiß es ja. Warum wartest du nicht 5 Jahre? Also, warum ist es dir zu lange, 5 Jahre? 5 Jahre? In 5 Jahren bin ich 28, beziehungsweise 29. Mhm. Nee, da will ich schon längst Kinder haben. Und ich will erst heiraten und dann Kinder haben. Und dann Kinder haben. Ja. Also geht es dir darum so? Also für dich ist auch die Zeit so. So ich weiß auch nicht, ich will... Ja, ich habe auch um mich herum viele junge so Ehepaare auch und deswegen sehe ich auch, dass es so ist. Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie schön. Ja. Ist auch, ich will cool, jungen Mutter zu sein. Das, auch so, ne? Ja. Mhm. Ich will das Leben als Ehepaar schon früh anfangen und nicht erst ein bisschen später. Okay. Also me personally. Mhm. Und du? So abschließende Fragerunde jetzt. Ja. Was war denn die Frage jetzt? Wann magst du heiraten? Was? Wann willst du heiraten? Ach so, 5 Jahre. Ich finde 5 Jahre nicht. Also wie lange musst du zusammen sein, damit du das sagst? Das ist eigentlich voll geil. Welche können ja ein halbes Jahr zusammen sein und heiraten? Das Welche? Ist ein bisschen früh. Oder? everyone to their own. Ich finde ein halbes Jahr auch, glaube ich, auch früh, weil man lernt sich ja immer noch kennen. Ja. Yeah. Aber ich finde dieses so mit der Zeit, das nervt nicht. So. So, ey. Behetzt dich. Weil das ist für mich so, und, also, aber das Ding ist unter Druck, warum? Für eine Frau ist halt anders.
Ist auch anders, Frau ist aber ich weiß nicht, viel früher reif. Heute ist die Medizin ein bisschen anders, aber früher war es ja so, ab 32 oder so bei einer Frau sagt, spricht man ja schon von einer Risikoschwangerschaft. Mhm. So. Und deswegen ist bei Frauen halt die biologische Uhr auch viel, viel kürzer. Ja, deswegen 29 eigentlich voll gut, Kinder zu bekommen, so, weil das so perfektes Alter ist eigentlich. So, aber durch diese ganze Feminismus und so werden ja die Frauen dazu getrimmt, ey, mach deine eigene Karriere. Bist du. Mhm. Und dann irgendwann bist du 35 als Frau, 36, 37, 38, dann denkst du, ah fuck, wo ist die Zeit hin? So, jetzt habe ich Karriere gemacht, aber jetzt ist es voll schwer jetzt mit Kindern und das alles in die Wege zu leiten. Die Sache für mich wäre es auch, glaube ich, also für mich wäre es nicht schlimm, vor der Ehe ein Kind zu bekommen. Ja, ich fühle das, same, aber so. Deswegen ist so, ist egal, also da, wo ich es fühle einfach, wo ich sage, okay, jetzt, wir könnten so. Ja, ich finde die Vorstellung, wo die Kinder dabei sind, auch nicht so schlimm. Also ich würde es auch, glaube ich, so ansprechen, würde sagen so, ey, so in einem Jahr kannst du mal ready machen, dass ich dir... Sie wird an dem Tag in einem Jahr ready machen. Und wenn du nicht ready bist, ja, hast du Nägel gemacht, Haare gemacht, alles. Wenn du nicht ready bist, wenn du es vergisst, ja, doomed. Ja. So. Interessant. Yes. Yeah, yeah. Okay, wir sind schon am Ende angekommen. Ja, ging wieder schnell. Sehr schnell. Danke, dass du Zeit hattest. Ja, Mann. Danke, dass du mich hier hast. Vielen lieben Dank. Tony! Woo! Was steht bei dir noch an? Gibt es irgendwie interessante, spannende Projekte oder upcoming Sachen, die du machst? Worüber du reden darfst überhaupt? Ja, ich habe gerade auch überlegt so. Man sieht mich eventuell bald in einem anderen Land auf einem Laufsteg. So. Oh, geil. That is going to be very exciting. Oh, yes. Darf man fragen, Europa mal noch oder aus? Ach, ehrlich, ja? Ja. Oh, geil. Okay, nice. Ist es schon passiert und es wird bald ausgestrahlt? Nee, oder kommt es passiert noch? Bald. Es kommt noch. Okay. Geil. Okay, krass. Ja. Bin ich mal gespannt. I'm excited. Nice. Auch so mit anderen famous Models, wo du. Oder ich weiß den, nicht. Ah, weiß man noch nicht. Das weiß ich nicht. Achso, das Laufsteg meintest du, ne? Mhm. Okay. Ah, ja. Okay. Eine Frage. Ja. Wenn wir jetzt so dabei sind. Was war bis jetzt so dein größter Job in der Modelwelt? Mein größter oder Job? Oder größter oder so einer deiner Träume, wo du sagst, wow, krass. Oh, Moment, ich war nicht vorbereitet. ich sag ehrlich, also die Kampagnen, die ich während meiner Staffel GNTM gemacht habe, fand ich schon extremst krass. Das war so meine erste Werbung irgendwie für Deichmann, fand ich ganz cool. Oh, ich weiß nicht, das ist schwer. Ich finde wirklich in jedem Job irgendwas, wo ich mir sage, so, das nehme ich mit für immer. Mhm. Ich glaube, ja, ich weiß es nicht. Es gibt nicht einen einzigen Job so. Aber wenn ich einen nehmen müsste, dann vielleicht der Deichmann-Job, den ich während meiner Staffel hatte. Ja, den fand ich sehr cool. Nice. So und noch eine letzte Frage. Mhm. Wie findest du jetzt nur in Deutschland, sag ich mal, von 2018 bis jetzt so in der deutschen Modelwelt mit Schwarzen sind jetzt viel, viel mehr drin? Mhm. Und hat sich das auch geändert? Weil man sieht ja jetzt auch wie nennt man das nochmal? Plus-Size-Models und was weiß ich und so alles. Und gibt es ja jetzt mehr davon. Ja. Und denkst du, ist es nur eine Phase gerade in der Modelwelt, wo jetzt so alles so dick, dünn, klein, groß, Mann, Frau, dass es jetzt gerade nur so eine Phase ist, weil wir gerade so in dieser Era sind? Mhm. Oder ist es jetzt für immer, dass es jetzt für immer so bleibt mit den verschiedenen Modeltypen und Arten? Diversity. Genau. Ja, also ich glaube, diese Diversity-Schiene ist auf jeden Fall im Moment ein Trend, der aber bestimmt bei vielen Brands noch für immer so anhalten wird. Es ist aber immer noch so, dass es in bestimmten Ländern die Model-Standards immer noch sehr, sehr extremst veraltet sind. Okay. Also es gibt Länder, in denen könnte ich niemals laufen mit meinen Maßen jetzt so. Okay, wärst du dann zu dick? Ja, ich wäre quasi viel, ja, komplett. Also ich wäre komplett raus schon. Und das ist halt schon krass, weil man sich denkt so, on the one hand, ich war jetzt gerade in Kopenhagen bei der Fashion Week und da gab es super viel Diversity, aber auch nicht forced, sondern wirklich auf natürliche Art und Weise. Und es gibt aber trotzdem noch Jobs, wo ich einfach höre so, die Models kippen oben, kriegen nichts zu essen und sonst irgendwas. Es ist schon hart. Ich habe die andere Frage vergessen. Ob sich das geändert hat. Achso, ja. Also ich muss ehrlich sagen, es hat sich ein paar Sachen haben sich positiv geändert, so im Sinne von, es gibt jetzt von 5 vielleicht
3 Jobs, wo meine Haare gemacht werden oder wo ich richtig geschminkt werde. Mhm. 2, wo ich dann halt immer noch sehr, sehr schlecht geschminkt werde oder meine Haare nicht gemacht werden. Also ist auf jeden Fall besser. Schminkst du das selber oder? Ja, ich habe mich eigentlich daran gewöhnt, schon das selber zu machen und bin dann immer noch eigentlich überrascht, wenn es on set jemanden gibt, der meine Haare machen kann. Oder wenn mein Make-up gut ist, dann bin ich eher noch geschockt, als dass ich mir denke, okay, es ist jetzt schon normal. Okay. Also we're getting there. Es ist nicht extremst schlimm, wie es vor 5 Jahren war, aber es ist auf jeden Fall immer noch sehr weit entfernt von dem, was es eigentlich sein sollte, wenn man sich mal denkt, dass es 2023 ist und so viele Ressourcen so available sind. Einfach mal ein YouTube-Video gucken, wie man schwarze Menschen schminkt. Weißt du, was ich meine? Ja, honestly, es ist so easy. So viele Tutorials. Es ist so easy. Du musst in Sephora gehen, kannst alles kaufen und fertig. Aber es gibt immer noch Leute, die choose not to have stuff for darker models, was ich einfach nicht verstehe. So. Krass. Das ist ja bei uns auch manchmal, wenn wir so Sketche drehen, so mit größeren Produktionen, da kommen auch so. Stimmt. Manchmal sagen so, die auch. Ich habe jetzt dein Farbton jetzt gar nicht. Ja. So, also, Moment mal, jetzt der passt auch nicht. Ja. Wir pudern nicht einfach ab. Ja, wir pudern nicht einfach ab, ja. So, also, ja. So, damit du einfach nicht glänzt. Dann, so, weißt du? Genau. Ja. Eine Frage noch. Eine Frage. So dreimal. Eine noch. Ja. Und zwar, was sagst du zu den Models, die, sag ich mal, nur durch Social Media irgendwie Erfolg, also Models sind, sag ich mal. Oder ist es also ich will nur deine Meinung zu, weil ich habe auch mit einem Model gesprochen mal gehabt und die haben darüber gesprochen, halt so über das Thema, halt so sag ich mal, Influencer oder Influencer, die halt auch so Modeljobs bekommen, auf Laufstege sind und Fotoshootings haben, was weiß ich, also so wirklich wie Models, obwohl die gar nicht Models sind. Und wir haben wirklich richtige Models da, die halt zu den ganzen Castings gehen, Go-Sees und was weiß ich und so, und die Jobs einfach nicht bekommen, weil jemand, nur weil er mehr Follower hat oder Reichweite hat, jetzt einfach ihren Platz oder seinen Platz bekommen hat. Ja. So, und ja, also ich persönlich feiere es auch nicht so, sage ich ehrlich. Und ich bin eigentlich so auf beiden Seiten, aber ich bin in erster Linie Model, meiner Meinung nach Model und dann auch noch Influencer. Die Laufstege, bei denen Influencer, die nicht konventionell Model, ja, ins Model-Schema passen, sei es jetzt auch curvy oder whatever it is, ja, das finde ich dann irgendwie ein bisschen so. Ich finde es ein bisschen forced und ich finde auch ein bisschen, dass es dann davon ablenkt, worum es eigentlich geht, nämlich die Mode. Ja. Und deswegen gibt es halt immer noch traditionelle Shows, wo ich mal sage, die werden, glaube ich, das niemals machen. Aber es gibt natürlich auch Shows, so, keine Ahnung, wie Balenciaga, wo halt eine Kim Kardashian läuft, wo man sich dann einfach denkt, so, it's also uncomfortable to watch, weil man einfach merkt, das ist nicht ihr, das ist nicht ihre Welt. Ja, und ich finde, ja, es sollten sich Designer dreimal überlegen, ob sie wirklich Influencer, die keine Models sind, halt weil in den Shows, ja, in Shows auch wollen. Viel, viel mehr bezahlt als klar, die Models da. Ja. Aber dieser Trend, das ist ja nicht nur in der Modelindustrie, das ist ja in jeder, also ich bin ein Stand-Up-Comedian. Ja, als, ich als Stand-Up-Comedian, wenn ich jetzt nur 10.000 Follower habe, werde ich nicht gebucht wie jemand, der 200.000 Follower hat. Obwohl er gar nicht mal Stand-Up macht. Der so, macht nicht wirklich, der hat gerade angefangen, hat so ein, zwei Shows gespielt. TikTok-Comedy. Genau, TikTok-Comedy. Und dann wird direkt gebucht, weil die Firmen halt sehen nur blaue Haken. Jetzt kannst du ja kaufen, das ist aber blaue Haken, viele Follower, heißt gleich viel Reichweite für diese Firma dann, so, weißt du? Ja, it all falls back to book. Also ich finde immer, man sollte jemanden buchen, according to their talent. Und dann macht man nichts falsch. Ich sag nicht, Influencer haben kein Talent. Ich sag nur, dann hat ein Influencer lieber im Publikum oder der soll dann zu der Veranstaltung kommen und posten. Aber muss man nicht jetzt auf, also muss man jetzt nicht dahin zwingen, wo er nicht sein sollte. Ja, ja. Ich auch. No, yes, please. Alright, that was my last question. The last question. Oh, schade. Hatte mich interessiert. Okay, sind wir am Ende angekommen? Yes. Schon ein bisschen überzogen, anyways. Oh, wie immer. Wie immer. Ja, wie gesagt, war sehr schön, dass du hier bist. Danke hier euch. Warst, ne? Es hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Sehr schön, danke. Danke, Ivans. Danke dir, Norman. Danke mir auch. Alright, guys, das war's aus dieser Folge. Wie gesagt, wenn ihr Anregungen habt, einfach in die Kommentare, subscribed, empfehlt den Podcast weiter, folgt uns alle auf Social Media. Alles steht in der Beschreibung drin. Alles steht in der Beschreibung drin. Promoting me. Yes, of course. Of course, we do. Yes, yes. Alright, yes, we out of here. Of course, we outside. Bye-bye.